Klaut Anna-Karina Wolczak nun Textzeilen von Stefan? Schreiben Stefan Mroß, 47, und Anna-Karina Wolczak, 30, jetzt nicht mehr von anderen ab, sondern untereinander? 6 Jahre lang waren die Schlagersänger gemeinsam durchs Leben gegangen, bis sie sich im November voneinander trennten. Das Trennungsstatement des einstigen Paares, welches sie kurz darauf im Netz veröffentlichten, sah verdächtig aus wie das von Moderatorenkollegin Hasan Ekes, 46. Jetzt scheint Anna-Karina auf einmal Stefan zu kopieren. Stefan postete kürzlich auf Instagram ein Foto von sich, wie er als kleiner Junge Trompete gespielt hat. Dazu schrieb der Moderator an seine Anfangszeit der Musikkarriere erinnernd, heute exakt vor 34 Jahren. Entstand dieses Foto. Nur wenige Minuten danach teilte auch seine Verflossene einen Beitrag im Netz, in dem sie ihres Karriereanfangs gedachte. Sie veröffentlichte 2 Bilder von sich und schrieb dazu, zwischen diesen beiden Fotos liegen exakt 12 Jahre. Im Januar 2001 begann die spannendste musikalische Reise meines Lebens. Anführungszeichen. Als Stefan von Bild auf das Abschreiben vom Trennungsstatement Hasan Ekes angesprochen wurde, hatte er eingeräumt, dass der Text nicht von ihm gekommen war, das Statement kam von Anna. Ich habe sie vorher noch gefragt, ob das dieses Mal hoffentlich ihr Zitat ist. Sie selbst wies allerdings jede Schuld von sich, ich habe mich von einem Satz inspirieren lassen, was überhaupt kein Problem ist. Das Statement haben Stefan und ich gemeinsam abgestimmt und jeweils auf unseren Kanälen gepostet, erklärte sie.